Auf dem Weg zu einem Wirtschaftsforum in Kasachstan war es wieder soweit. In der benachbarten russischen Orenburg-Region hatte Putin endlich wieder einmal Gelegenheit für einen Auftritt in freier Natur, die in Zeiten vieler internationaler Krisen schon fast selten geworden waren. Dieses Mal durfte er Steppenpferde mit Hafer füttern und natürlich gab es eine wenigstens ein bisschen wilde Tour auf einem Quad mit Wildhüterin auf dem Sozius. Putins Besuch galt hier in Südrussland auf Höhe des Ural einem Nationalpark, in dem die Tiere systematisch wieder ausgewildert werden und über die ihre Wildhüter dann auch artig referieren durften. Es handelt sich hierbei um ein Naturschutzprojekt, das schon länger den offiziellen Segen der russischen Regierung genießt. Gerade Schutzprojekte für einzelne Tierarten sind auch in Russland populär, sei es der Amurleopard oder eben hier Steppenpferde. Natürlich kann nicht nur Putin in die Orenburg-Region reisen, auch wir selber waren erst dort. Und unser Bericht Stadt der Nackten aus dem dortigen Solilezk mit Anna Smirnova findet ihr unter dem Link. Wir bleiben natürlich auch Putin weiter auf den Spuren, egal ob im Kreml oder bei tierischen Abenteuern.